Ja, ich grüße euch ganz herzlich hier aus Modena. Der Autotester ist heute mal wieder unterwegs, um etwas Neues zu zeigen, um euch etwas Neues zu zeigen. Hier, ihr seht im Hintergrund den Maserati Levante Trofeo. Der Trofeo ist ja im Jahr 2016 auf den Markt gekommen und das ist schon eine Zeit zurück. Also musste Maserati etwas tun, um dieses Auto noch attraktiver zu machen. Und das hat man hier mit dem Trofeo geschafft. Man hat einen ganz tollen V8 hier eingebaut, 3,8 Liter Hubraum und unglaubliche 580 PS Leistung. Übrigens der stärkste Serien-Maserati, der je gebaut worden ist. Und das ist nicht alles für die Freaks des Drehmoments. 730 Newtonmeter bringt dieses Auto hier auf die Straße. Und es hat natürlich einige schöne Details, die ich euch jetzt gerne außen und innen auch zeigen möchte. Übrigens, man kann hier in 4,1 Sekunden Tempo 100 aus dem Stand erreichen, ganz beachtlich. Und wer möchte, erreicht nahezu 300 Stundenkilometer, also auch interessant. Ihr werdet mich fragen, was kostet dieses Auto, was kostet dieser Levante Trofeo? 155.000 Euro müsst ihr investieren. Wenn ihr sie nicht gerade dabei habt, holt sie bei der Bank. Aber jetzt gucken wir erstmal auf ein paar Details. Zu diesem sportlichen Auto passt natürlich auch eine sportliche Optik. Und so hat sich Maserati entschieden, hier Carbonteile anzubauen. Hier, ihr seht diese Lufteinlässe hier oder hier die Spoilerlippe, ist sehr schön gemacht. Finde harmoniert, dieses Schwarz harmoniert hier auch sehr gut mit dem Weiß des Lacks. Das ist ein Metallic-Lack. Und jetzt gehen wir einfach mal so ein bisschen ums Auto herum. Und dann gibt es hier zum Beispiel diese Lufteinlässe. Auch die sind speziell. Und die zeigen und machen natürlich deutlich, hier ist größere Leistung abgefragt. Und dann guckt mal weiter, hier auf der Seite am Heck haben wir hier dieses Trofeo-Zeichen, auch ein Zeichen dafür, hier steht ein besonders starker Levante. Und ansonsten am Heck ist gar nicht so viel anders als beim Serienmodell, bis auf diese, hier auch wieder diese Carbon-Teile, ihr seht sie. Und natürlich diese vier Auspuffrohre zeigen natürlich deutlich, hier ist viel Leistung zu erwarten. Und wenn wir schon am Heck sind, lasse ich euch einfach mal da reingucken. Schaut mal hier rein. Das ist viel Platz für die Familie. Ein Auto, das die Familie transportieren kann. Hier drunter auch noch schön Platz für einige Details. Ein Auto, das die Familie transportieren kann, aber eben auch ein kleiner Rennwagen ist. Und das ist natürlich eine tolle Kombination, da braucht man nichts zu erklären, warum man einen Rennwagen möchte, einen Sportwagen möchte. Jetzt hat er mal kurz gesagt, ich mache zu, aber das ist ganz gut so. Also das ist der Levante Trofeo von außen und jetzt steigen wir mal ein. Ich zeige euch mal einige Details, bevor wir natürlich auch ein Stück fahren. So, jetzt haben wir uns mal reingesetzt in dieses schöne Auto, in diesen Maserati Levante Trofeo. Und ihr seht hier innen, wenn ihr den Vergleich machen könnt, es hat sich hier gegenüber dem Serienmodell einiges getan. Schaut mal, diese Sitze zum Beispiel. Eine wunderbare weiße Steppung auf den schwarzen Sitzen. Das sieht sehr schön aus. Auf der Kopfstütze. Das wird jetzt schwierig zu sehen. Die Trofeo, dieses Trofeo-Signe. Schau mal, ob du das hinbekommst. Ja, wunderbar. Sieht man sehr schön. Und eben dann auch hier, schaut mal, hier die Carbon-Teile. Hier am Armaturenbrett, aber auch hier auf der Beifahrerseite. Ja, und was haben wir hier? Das ist relativ normal hier, bis auf den Sport Corsa Modus, aus dem heraus dann eben dieser Launch Start auch möglich sein wird. Ansonsten ein schöner Levante innen, schön verarbeitetes Leder. Gerade hier, das sieht alles sehr hochwertig und edel aus, aber auch nicht zu übertrieben. Das ist zurückhaltend, wie man es von Maserati kennt. Eine schöne Optik und natürlich bei diesem Preis von 155.000 Euro muss auch was kommen. Ich finde auch sehr schön, wie die Hochtöner hier des Lautsprechersystems verbaut sind. Sieht es auch drüben auf der Beifahrerseite und natürlich ganz klassisch die Maserati, die analoge Maserati-Uhr hier in der Mitte. Ja, dann setze ich mich gleich mal noch nach hinten, damit ihr seht, wie das da aussieht. Und ja, das waren die Eindrücke von vorn in diesem Maserati Levante Trofeo. Hört mal, dieses wirklich toll verarbeitete Leder, das können die Italiener einfach. Dafür haben sie ein Auge und einen Sinn für schön verarbeitete Materialien. Und guckt mal auch hier, wie vorn ist dieses Trofeo-Zeichen eingestickt. Also schöner kann man das, finde ich, kaum machen.
Und schaut mal, das wollte ich Ihnen auch, euch auch zeigen. Ich bin ja 1,86 groß, guck mal. Und der Sitz vorne ist sehr weit nach hinten geschoben. Also ich habe trotzdem hier sehr gut Platz. Also wenn das kein tolles Familienauto ist, das eben, wie gesagt, auch unglaublich viel Power hat. Schaut mal hier, auch für die Kiddies, hier hinten zwei USB-Anschlüsse, damit auch die nicht zu kurz kommen. Klima, Einstellmöglichkeiten hier hinten auch separat. Aber für ein Auto, das 155.000 Euro kostet, finde ich, ist es auch notwendig. Wir haben hier auch ein schönes Panoramadach verbaut, was wir jetzt aufgrund der Lichtverhältnisse geschlossen halten. Und jetzt, das war mir ganz wichtig, eben, dass ich euch das hier zeigen kann, wie schön das verarbeitet ist, wie schön man hier Platz hat im Maserati Levante Trofeo. Und natürlich werden wir jetzt auch noch fahren und ich werde euch so ein paar Fahreindrücke vermitteln, während ich fahre. So, jetzt sitze ich im Auto auf dem Fahrersitz, mein liebster Platz. Und jetzt könnt ihr mal gucken, wie sich 580 PS entwickeln können. Guckt mal und hört mal zu, was für einen Sound dieser Motor entwickelt. Davon kommt was. Ihr seht schon, hier haben wir schöne Schaltpedal, übrigens auch aus Carbon. Könnt ihr das erkennen von hinten? Und jetzt haben wir eine Italienerin im Weg gehabt. So, jetzt fahren wir nach rechts. Und schaut mal, hier kann ich auch wunderbar manuell hochschalten. Muss immer ein bisschen auf den Gegenverkehr achten. Ja, was haben wir hier noch? Wir haben selbstverständlich die üblichen Assistenzsysteme, Abstandsregel, Tempomat, wie auch immer der Hersteller den nennt, Spurhalteassistent, was man heute so verbaut hat, hat inzwischen Maserati auch im Levante verbaut. Und wir haben hier, wenn ihr mal schaut hier, den Corsa, den Sport Corsa Modus. Mit diesem Modus wird das Auto noch ein Stückchen heißer, noch sportlicher, gibt noch einen gierigeren Sound von sich. Und im Unterschied dazu eben dann gibt es einen Normalmodus, wo man mit der Familie gemütlich unterwegs sein kann. Und es gibt sogar mit dem ICE hier einen Eco-Modus. Was auch interessant ist, man kann das Auto bzw. das Fahrwerk ein bisschen absenken. So kann man bequemer ein- und aussteigen. Und es gibt natürlich auch einen Offroad-Modus, wo das Auto entsprechend angehoben werden kann und abgesenkt werden kann. Ja, also alles, was zu einem SUV gehört, ist vorhanden. Und schaut mal, wenn ich jetzt hier beschleunige. Ich bin jetzt hier übrigens im Sport Corsa Modus, also in dem Modus, in dem man ein bisschen heißer ist. Das Auto ist aber nicht zu hart. Also muss ich auch sagen, selbst in diesem Sportmodus fährt es sich immer noch angenehm. Auch hier werden Schlaglöcher sehr gut ausgeglichen. Der Sound, der macht einfach Spaß in diesem Auto. Die Sitze sind ausgesprochen gut. Das heißt, sie haben Seitenhalt, ohne dabei aber unbequem zu sein. Also man kann das nicht mit einem reinen Sportwagen vergleichen. Und ich muss sagen, das finde ich, das möchte ich als Kompliment formulieren. Dieses Auto ist einfach eine unglaublich schöne Kombination aus Sportwagen und praktischem Auto. Und das ist, glaube ich, was die Leute auch an den großen SUVs fasziniert. Es ist ein interessanter Auftritt, es ist aber nicht ein prahlerischer Auftritt mit dem Maserati, es ist ein zurückhaltender, edler Auftritt und das ist das, was vielen am Maserati so gut gefällt und natürlich nicht zuletzt auch am Levante. Und wenn er dann noch so schön ausgestattet ist wie dieser Levante Trofeo und so eine tolle Leistung anbietet, das ist einfach etwas Besonderes und man fährt eben dann keinen Mercedes, man fährt keinen BMW, man ist individueller unterwegs. Man ist mit italienischem Schick unterwegs und das ist etwas, was natürlich Spaß macht. Ja, das ist der Maserati Levante Trofeo und ihr habt ihn jetzt auch mal in Fahrt erlebt.